Gebäudeklimatisierung heute ein fast unverzichtbarer Standard. Die Komfortansprüche der Raumnutzer sind in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen, die Herausforderungen auch. Erhöhung der Energieeffizienz und Schonung der Ressourcen sind heute ausschlaggebende Kriterien. Das Ingenieurbüro für Haustechnik und Energetik Professor Reichel in Lichtenau hat in den vergangenen Jahren geforscht. Erdwärmeübertrager mit luftdurchströmten Gesteinsschüttungen, so das Thema des Forschungsprojektes. Diese Gesteinsschüttungen sind insbesondere interessant für Gebäude mit sehr großen Luftmengen, speziell etwa im Industrie- und Gewerbebereich, wo wir häufig über mehrere 10.000 Kubikmeter pro Stunde Luftmenge reden. Dort macht also diese Gesteinsschüttung besonders Sinn, da sie eine sehr kompakte und letztlich auch in der Erstellung preiswerte Angelegenheit darstellt. Für die Umwelt heißt das ein minimaler geringer Mehraufwand an Energie, dafür aber werden bis zu 90% an Kohlendioxid gegenüber konventionellen Lösungen gespart. Für das Unternehmen ein gewaltiger Schritt in der Lüftungstechnik.